Yo Leute, herzlich willkommen zu meiner allerersten Runde Call of Duty Black Ops 4 Blackout. Ja, Blackout ist der Battle Royale Modus von Call of Duty Black Ops 4. Und ich bin jetzt gespannt, wie der Modus hier so ist. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal an einer Stelle ab, wo nicht so viele Gebäude sind. Und ich muss schon mal so sagen, direkt vorweg, obwohl wir noch nicht mal gelandet sind, von hier oben aus sieht die Karte ganz cool aus. Es gibt hier auch Fahrzeuge, Autos, Boote, Helis. Ich bin gespannt, wie der Battle Royale Modus hier ist von Call of Duty. Vor allem kann man wohl auch hoch auf die Berge. Das täte mich mal interessieren. Das sind zwar keine Häuser und so, aber kann ja sein. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal schnell nach unten. Und wir brauchen natürlich auch schnell eine Waffe. Wir landen mal hier. Hier sind zwei kleinere Häuser. So, und jetzt heißt es erstmal schnell eine Waffe finden. Was ist das denn? Kaliber 12. Ich denke mal, das ist bestimmt Pistolenmunition. Kaliber 12. Okay, hier haben wir auch eine Pistole. So. Möglicher Kollaps entdeckt. Okay, Kollaps wird also hier die Zone genannt. Was haben wir denn hier? Eine Titan. Die nehmen wir mal mit. So. Halt, Moment mal, die Titan. Gab es die in Black Ops 4 bis jetzt schon in einer Beta? Oder bin ich gerade verwirrt? Weil irgendwie kommt die mir bekannt vor. Aber nicht von Black Ops 4, sondern von Black Ops 2. Ich glaube, die ist von Black Ops 2. Bin mir da zwar jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube schon. So. Schnell ausrüsten. Eisenlunge benutzen. Leichtgewicht benutzen. Ach, das sind die ganzen Gadgets, die es immer gibt bei Call of Duty. Okay. Die sind hier auch so. Drin in so einer Art Leiste. Ja, damit muss man auf jeden Fall sich erstmal etwas befassen. Steuerung und so. Und Gameplay auch fühlt sich auf jeden Fall gerade recht smooth an, wie man es halt auch von Call of Duty kennt. Schön schnell, schön smooth, elegant. Zone. Okay. Hier unten haben wir etwas. Mal sehen, wie das dann auch funktioniert. Alles so, was Visiere und so angeht. Die Tür ist offen. Ich denke mal, hier war schon einer. So. Da hinten läuft jemand. Okay, wir halten uns mal etwas weiter weg davon, von diesen großen Orten. Aber das muss ich jetzt schon mal so sagen. Klar, wir hatten bis jetzt noch keinen einzigen Fight oder so. Aber designtechnisch sieht die Karte eigentlich schon echt ganz gut aus. Ist doch, glaube ich, das erste Battle Royale Spiel auf Konsole, was Ego-Perspektive hat. Also permanent Ego-Perspektive. Es gibt ja ein paar Battle Royale Spiele auf Konsole, aber die meisten davon haben nicht komplett die ganze Zeit Ego-Perspektive, sondern nur wenn du anvisierst. Und hier hast du es komplett. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So. Eine Sniper. Die brauche ich auf jeden Fall nicht. Ich nehme erstmal so Stromgewehr, MG. Panzerung Stufe 1. Okay, damit hält man mehr aus dann. Muss ich die irgendwie erst noch anziehen oder so? Das weiß ich halt jetzt leider nicht. Wir rennen einfach mal weiter. Hier gibt es ein Fahrzeug. Und ich war ein Haley. Oh oh. Ich glaube, das ist nicht so sonderlich gut. Wir nehmen mal das Fahrzeug. So, wie fahre ich hiermit? Okay, so. Oh oh. Wow, Hilfe. Die Lenkung ist ja mal ganz komisch hier. Okay, gut. Jetzt komme ich klar mit. So, wir fahren in die Zone. Aber ich denke mal, die ganze Zeit werde ich jetzt sicherlich nicht mit dem Fahrzeug hier rumbrausen. Weil ich glaube, das ist schon etwas sehr auffällig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Battle Royale Modus ist, wenn man den mit Freunden zusammenspielt. Ich denke mal, da macht er bestimmt dann auch ganz gut Laune. Auch wenn ich so sagen muss,
Ich finde es dennoch schade, dass Dings nicht da ist, der Singleplayer bei Black Ops 4. Dass die darauf leider verzichtet haben, das finde ich schon etwas schade. So, ihr könnt mir ja gerne mal dazu eure Meinung reinschreiben. Wie findet ihr das, dass es keinen Singleplayer, also keine Kampagne gibt hier in Black Ops 4 und dafür den Battle Royale Modus? Das könnt ihr mir gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Ich persönlich finde es schade. Battle Royale Modus ist aber auch mal ganz cool. Kennt man halt nicht so von Call of Duty her. Vor allem, was es halt auch so ein bisschen ablösen könnte von der ganzen Konkurrenz an Battle Royale Titeln ist halt hier so, ich denke mal so dieses ganze schnelle, smoothe Gameplay etc. Oder dieses ganze Call of Duty typische Zeug halt hier. Ich frage mich ja auch, ich weiß gerade gar nicht, ob das bestätigt ist. Es gibt ja auf jeden Fall Zombies hier und auch diesen Affe vom Zombie-Modus. Gibt es wohl hier in dem Battle Royale-Modus auch die Alien-Waffe von Call of Duty? Das täte mich echt mal interessieren. Die gute Raygun? Ich habe Angst, ich höre irgendwie einen Chat oder was das ist. Sicherer würde ich mich fühlen mit irgendwie einer besseren Weste, weil ich weiß, dass es bessere Westen gibt. Unsere Weste heißt Stufe 1, also muss es auch noch weitere Stufen geben. Ja, aber ich hätte auf jeden Fall erstmal gerne ein neues Fahrzeug. Irgendwie ein Fahrzeug, wo wir halt etwas mehr geschützt sind. So. Was ist das? Die MX. Nehmen wir die? Ich weiß nicht. MG ist halt auch ganz gut. Ein Visier würde mir halt erstmal ganz gut gefallen. Und ein nicht brennendes Quad würde mir auch gut gefallen. So, wir bleiben jetzt hier drinne, bis die Runde zu Ende ist. Wäre an sich vielleicht sogar ganz schlau. Die Karte ist auf jeden Fall sehr weitläufig. Ein paar Deckungsmöglichkeiten gibt es ja auf jeden Fall auch ab und zu hier. Steine, Bäume und so. Ich hatte aber bis jetzt noch gar kein Visier. Ich hoffe, wir finden da mal noch eins. Hier haben wir Leichtgewicht und Eisenlunge. Ich denke mal, Leichtgewicht ist etwas besserer. Eisenlunge weiß gerade gar nicht so, was das richtig war. Ich glaube aber, das war eher so sowas für einen Scharfschützen, was da besser ist, irgendwie mit Luft anhalten. Bin mir aber gar nicht so sicher. Kann auch sein, dass ich mich damit täusche. Und ich bin auch schon gespannt auf unseren ersten Kampf. Ich kann mir aber auch ehrlich gesagt ganz gut vorstellen, dass wir da drauf gehen werden. Weil ich halt bis jetzt noch keine Runde zuvor gespielt habe. Erste Runde, wie gesagt. Und ich bin auch meistens nicht so der beste Call of Duty-Spieler. Zumindest was dieses ganze gegen andere Spieler-Zeugs angeht. Ich bin nämlich meistens mehr so der Zombie-Spieler von Call of Duty. Zombie-Modus ist bei mir eigentlich so der Hauptmodus, den ich nämlich immer spiele. So. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir können nicht ewig hier auf der gleichen Stelle bleiben. So. Was ist das? Okay. Puh. Ich habe jetzt gerade schon einen Schreck bekommen. Ich dachte, da sitzt jemand im Busch. Hier ist etwas. Ich habe irgendwie einen Motor gerade gehört. Was mir nicht so gefällt, ist der große Hügel. Das ist halt schon sehr auffällig, wenn wir hier so lang stolzieren. Und vor allem, weil da oben ein Loot Drop ist. Und ein Gegner. Hallo. Ach du Schreck, ey. Leute, Hilfe! Uhuhuhu.
Okay, wie man sich heilt, habe ich damit jetzt auch schon mal rausgefunden. Ich höre doch irgendwas. Wir müssen hier weg. Da unten ist ein Truck. Oh. Oben rechts sehe ich auch gerade, wie viele noch am Leben sind, noch 18 Spieler. Wow, Hilfe. Da unten kommt auch noch einer. Ist das jetzt langsam hier ernst? So, Granate. Fliegt. Guck. Wow, oh, Hilfe. Zack. Spritze ist rein. Wir brauchen langsam neue Heilung. Heilung. Da unten ist noch einer. Wir müssen hier irgendwie Deckung rennen. Ja, das ist gerade auf jeden Fall intensiv hier. Wo, da auch noch einer. Hinter mir ist auch noch was. Oh, Hilfe. Oh. Jetzt gerade hier wird es echt intensiv. Ich bin mir gar nicht sicher, wo der eine dort ist, der auf uns schießt. Aua. Okay, das war unsere Weste, die ist futsch. Das habe ich gefühlt und auch gemerkt. So, Spritze rein. Was liegt hier? Ein Rucksack. Puh. Komm schon. Nein, da hat er uns weggerotzelt. Schade. Puh. Das Ende war intensiv. Das Ende war echt intensiv jetzt. Wir schauen mal noch hier zu, bis die Runde zu Ende ist. Ich will einfach mal so noch ein bisschen zuschauen. Und das hat auf jeden Fall jetzt Laune gemacht. Das Ende vor allem, wie schön intensiv das war. Wir schauen einfach mal bei den Typen hier noch zu. Es sind ja nicht mehr viele Spieler am Leben. Und bis jetzt so meine Meinung dazu. Es ist auf jeden Fall ein, wenn es mal so richtig in die Gefechte geht, ein recht flotter Battle Royale Titel. Dann geht es richtig mit der Action hier ab. Und ich muss sagen, es macht mir auf jeden Fall Laune. Ich kann mir ganz gut vorstellen, das zu streamen, wenn die Vollversion rauskommt von Black Ops 4, dass ich dann öfter mal Battle Royale Modus hier stream, den Blackout Modus. Und ich denke mal, das kann ganz gut Laune machen. Noch 9 Spieler sind am Leben insgesamt. Der Typ hat aber auf jeden Fall eine dicke Weste an. Das sieht man auch unten links, das Symbol. Ja, die Weste ist jetzt hinüber. Also, Weste ist auf jeden Fall etwas, was sehr wichtig ist. Das steht schon mal fest. Die Waffe fände ich ganz cool in der Closed Beta damals. Na gut, was ist damals? Das hört sich so an, als ob es Jahre. Rampart hier. Rampart 17. Der hat mich nämlich so ein bisschen an die Ska-H. Und ich glaube, die soll auch die Ska-H hier sein in Black Ops 4. Halt bloß mit dem Namen Rampart. Was ich auf jeden Fall auch vorhabe, aber das kann ich jetzt noch nicht machen, weil es halt eine Beta ist. Und zwar möchte ich zur Vollversion dann auch Videos machen, wo ich drüber rede, was die besten Waffen sind. Und zwar möchte ich das so ein bisschen von den Stats her nachforschen, dann was dann halt so die besten Waffen sind im Battle Royale Modus und auch an sich Guides, wo man am besten landen soll oder kann, besser gesagt. Okay, wir sehen jetzt, er hat sich was reingehauen. Da hat oben links ist so eine Art Sprintanzeige. Ich denke mal, das ist Leichtgewicht oder irgendwas anderes, dass er vielleicht damit jetzt schneller rennen kann. Oder das war die ganze Zeit schon da und ich habe es bloß nicht so richtig bemerkt. Was aber denke ich mal so meine Favoritenwaffen werden hier in dem BR-Modus, Blackout-Modus, denke ich mal, werden eher so Sturmgewehre und MPs. Das werden, denke ich mal, so meine Hauptwaffen. Oder vielleicht ein Sturmgewehr und eine Schrotflinte. Hat irgendwie was für den Nahkampf, aber auch für Distanzen.
Und jetzt sehen wir hier auch mal die Zone. Die sieht ganz interessant aus. Mich hätte ja mal interessieren, ob die Ansicht gleich bleibt, wenn man in der Zone drin ist, oder ob dann irgendwie alles etwas anders aussieht, ein bisschen verschwommener oder irgendwie so. Und gibt es wohl Visiere? Weil der hat auch kein Visier auf seiner Waffe. Falls das jemand weiß von euch, kann das mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist halt bei mir erst die erste Runde zum Standpunkt hier der Aufnahme. Was ich mir hier ganz schön stark auch vorstellen könnte, wäre irgendwie so ein Perk. Ich nenne es jetzt einfach mal Perk. Sowas wie Juggernog. Sowas wäre hier richtig stark. Aber ich denke mal, sowas gibt es bestimmt nicht, weil es gibt ja schon schließlich hier die Westen. Noch 6 Spieler sind am Leben. Mal sehen, vielleicht wird der Kollege hier Erster. Er springt durch die Scheibe, wie ein kleiner Mowgli. Ich bin auch gespannt, was es noch alles so gibt zum Finden. Was ich auf jeden Fall mal fahren möchte, oder eher gesagt fliegen, ist ein Helikopter. Einfach mal so aus Interesse, weil was will man schon so Großartiges anstellen, wenn man am Boden ist als ganz normaler Soldat und dann ein Heli kommt? Das frage ich mich so ein wenig. Kriegt man den wohl so einfach runter? Oder wie macht man das am besten? Weil ich stelle mir das halt schon komisch vor. Stellt euch mal vor, ihr seid ganz am Ende, 1 gegen 1. Ihr gegen einen, der im Helikopter sitzt. Ich stelle mir das schon schwierig und riskant vor. Okay, was hat denn der da? Die Waffe sieht ja mal ganz cool aus. Ich glaube, das ist sogar eine Waffe aus dem Weltkrieg. Bin mir gar nicht sicher. Aber hat auf jeden Fall so etwas vom Aussehen her und vom Look. Unten rechts sieht man auch, der hat einen Tomahawk dabei. Das habe ich gerne immer dabei gehabt. Früher in meinen Multiplayer-Zeiten noch von Call of Duty, wo ich noch Multiplayer sehr viel immer gespielt habe. Und bei dem sehen wir jetzt auch zum ersten Mal ein Visier. Ich bin interessiert daran, das zu sehen, wie das alles abläuft mit einem Visier. Ich könnte mir vorstellen, wie mit diesen Perks, die wir gerade hatten, wie Leichtgewicht, dass man das halt dort unten dann auch in dieser Leiste hat und das dann irgendwie dann so drauf machen kann auf die Waffe. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Oder man hat einfach die Waffe in der Hand und dann drückt man das Aufheben und dann macht er das direkt drauf auf die Waffe oder so. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Und sowas ist auf jeden Fall auch sehr gut hier. Eine Waffe mit einem schönen Visier, weil dann kann man schön hier so alles sehen. Von der Distanz her. Man muss nicht unbedingt in den Nahkampf, auch wenn ich denke, so, es wird eher alles mehr so auf Nahkämpfe laufen und mittlere Distanzen. Wir sehen da oben irgendeinen orangenen Rauch. Ich denke mal, das ist bestimmt ein Abwurf mit Loot. Und mir fällt auch jetzt gerade so auf, da hat auch ein Schalldämpfer auf der Waffe. Entweder hat er den drauf gemacht oder der war schon auf der Waffe. So, er packt seine Zweihänder aus. Die Waffe rattert auf jeden Fall schön durch. Also, die gefällt mir. Die scheint auch ehrlich gesagt so ein bisschen eine Kombi aus MG und MP zu sein. Wenn man sich das gute Stück mal so anschaut. Und was steht denn da? Ein Einsatzschild. Sehe ich jetzt gerade. Den genauen Namen kenne ich leider gerade gar nicht davon. Die Call of Duty Profis werden aber wahrscheinlich wissen, was ich meine. Dieses Schild, was diese Strahlen abgibt. Jetzt heißt es hier 1 gegen 1. Und mal sehen, wie das aussieht, wenn jemand erster Platz wird. Darauf bin ich auf jeden Fall jetzt gespannt. Was wird jetzt geschehen, wenn der
Wenn der oder der andere erster Platz ist, was passiert dann? Also taucht dann irgendwie noch was auf, so die besten Spieler oder so? Oder wie sieht das aus, wenn du erster wirst? Steht dann da wie in anderen Spielen sowas da wie Chicken Chicken Dinner oder was es noch so gibt wie erster Platz oder so? Da gibt es ja was komplett Besonderes, was Neues. Es gibt kein besonder. Nee, es gibt kein besseres Mittel, den Frieden herzustellen, als sich gut auf die Begegnung mit dem Feind vorzubereiten. Okay. Für uns steht nur Game Over da. Ja, dann denke ich mal, steht für den Typen, der dort Erster geworden ist, bestimmt einfach nur erster Platz da. Ja, wir hatten auf jeden Fall jetzt Spaß an der ersten Runde. Oh, besser sag ich. Was heißt wir? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch so der Battle Royale Modus gefällt von Call of Duty. Ich finde ihn ganz cool, interessant, aber ich kann halt jetzt auch noch nicht so viel dazu sagen. Erste Runde, aber bis jetzt cool, ganz nett, ganz schnell, macht Laune. Und ich denke mal, das kann auch auf Langzeit Spaß machen. Also ich könnte mir es schon ganz gut vorstellen, am Tag vielleicht mal 4, 5 Runden zu spielen, den Blackout Modus. Oder mal einen ganzen Stream zu machen, so 2 Stunden. Blackout, aber ja, mal sehen. War ganz cool, ganz witzig. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Call of Duty Black Ops 4 Blackout Modus. Das war's von meiner Seite her. Haut rein und tschüss.